Dem Simon ist fast der Bissen, der der gerade im Mund hatte, im Hals stecken geblieben. Als er sah, wer da durch die Tür kommt. Er, Simon, der Pharisäer, der hat ein großes Festmahl zubereitet. Der hat alles wichtige Leute eingeladen, seine Bekannte, Verwandte wahrscheinlich genauso wichtig. Leute, die immer darauf geachtet haben, dass das Gottesgebot gehalten wird. Die haben immer präzise geachtet, dass man immer zum Beispiel fastet. Ein- oder zweimal in der Woche haben die gefastet. Die haben das zehnte Teil, egal von welchen Sachen, alles in die Gottesgasse gegeben. Er, Simon, das war der richtige Mann. Das war gottesfürchtiger Mann. So hat er von sich gedacht. Und jetzt hat er ein großes Fest zubereitet. Und der hat auch Jesus eingeladen. Und jetzt liegen die am Tisch. Früher lag man am Tisch. Die Tische, die waren so klein. Und dann hat man sich hingelegt und auf die linke Seite, also auf den linken Arm, sich abgestützt. So, dass man mit dem rechten Arm halt essen konnte. Und so lagen die da alle, weiß ich nicht, 12, 13 oder vielleicht 40 Mann, alle an einem Tisch und haben gegessen. Und jetzt, wer kommt denn da? Eine Frau, der hat die bestimmt nicht eingeladen. Also von dieser Frau hat er alles Schlimme gehört. Diese Frau, das war keine gute Frau. Und warum kommt die? Der hat die gar nicht eingeladen. Soll er jetzt schreien, dass die Diener diese Frau dann sofort rausschmeißen? Oder was soll der tun? Doch die Frau, die gerade durch die Tür gegangen ist, die schaute sich ganz kurz um, geht auf Jesus zu, kniet sich und fängt an zu weinen. Ja, das konnte der Simon sich nicht erklären. Wie kommt denn das? Jesus hat noch überhaupt nichts gesagt. Der Simon überlegt weiter. Diese Frau, die sehr viele Sünden getan hat, die steht da auf den Knien und weint. Die Tränen laufen so ihr übers Gesicht, über die Wangen und tropfen auf Jesu Füße. Was macht die jetzt? Die nimmt ihre Haare, ihre langen Haare und wischt Jesu Füße damit ab. Boah, denkt der Pharisäer, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Im nächsten Augenblick fängt die Frau an, Jesu Füße zu küssen. Und dann holt die so ein kleines Fläschchen raus. Und da wusste der Simon ganz genau, das Fläschchen kostet richtig Geld. Dafür muss man ein Jahr arbeiten und dabei nicht essen, nur arbeiten, um so viel Geld zusammen zu bekommen, um dieses Fläschchen kaufen zu können. Die Frau bricht dieses Fläschchen ab und gießt es Jesus über die Füße. Der Simon ist sprachlos und überlegt, wenn dieser Jesus wirklich ein Prophet ist. Simon dachte, dass Jesus einfach ein Prophet ist. Simon denkt, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, so hätte er mit Sicherheit gewusst, wer diese Frau ist. Doch auf einmal spricht Jesus ihn an und sagt, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, sprich bitte. Rabbi, ich höre zu,
sagt der Simon. Sieht ihr, er sagt nicht Prophet oder Sonstiges, er sagt Rabbi, was bedeutet Lehrer. Und Jesus sagt ihm Folgendes. Ein Mann hatte zwei Schuldner. Ein Schuldner schuldete ihm eine große Badewanne voller Geld. Und der andere nur ein Eimer voll. Doch beide konnten die Schuld nicht abbezahlen. Simon, was meinst du, sagte Jesus. Wenn der Mann diesen beiden Schuldnern das Geld vergibt, schenkt, wer wird von denen, diesen Gläubigern, diesen Mann mehr lieben? Was meinst du? Was meint ihr? Wer wird zum Beispiel, ich gebe euch Geld, eine Badewanne voll und ein Eimer voll. Jetzt könnt ihr es mir nicht zurückzahlen. Jetzt sage ich, okay Leute, ich vergebe es euch, ich schenke es euch. Was meint ihr, wer wird mehr lieben? Super, der die ganze Badewanne voll Geld bekommen hat und nicht zurückzahlen kann. Genau so hat der Simon auch gedacht. Der sagt, ja Rabbi, der, dem sehr viel vergeben wurde, der muss viel lieben. Und was der Simon dann gehört hat, das wollt ihr auch nicht hören. Jesus sagt, Simon, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir nicht mal Wasser zum Füße waschen gegeben. Und diese Frau, die weint und mit den Tränen wäscht die meine Füße. Simon, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mich nicht mal begrüßt. Man hat sich immer wieder mit einem Kuss begrüßt. Jesus sagt, und diese Frau hört nicht auf, meine Füße zu küssen. Simon, ich bin in dein Haus gekommen und du hast nicht mal ein bisschen Öl gegeben, damit ich meine Haare glätten kann. Und diese Frau, die hat teures Parfüm geholt und die hat das auf meine Füße gekippt. Simon, wem viel vergeben wurde, der liebt auch mehr. Der Simon, der dachte, Jesus ist ein Prophet. Doch da hat er sich vertan. Etwas stimmt da nicht. Der überlegt weiter und guckt, was passiert jetzt? Jesus dreht sich zu der Frau um und sagt, Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Menschen, die am Tisch waren, die Pharisäer, die wussten, Sünden kann nur Gott allein vergeben. Und wer ist dieser, dass er sowas sagen kann? Glaubt ihr, dass Jesus wirklich Sünden vergeben konnte? Also die Frau, die glaubte das ganz fest. Der Simon, der wollte einen Prophet kennenlernen und hat in Wirklichkeit Gott kennenlernen können.